Hallo, hier sind wieder die Frauen am virtuellen Brunnen und wir sind in unserer Serie über die Typologien. Heute wollen wir sprechen über Human Design und Anna Hauser wird uns erst ein bisschen eine Einleitung geben und dann werden wir sehen, was wir daraus machen. Aber bevor wir das machen, machen wir ein kurzes Check-in. Ich bin die Heidi in Italien. Und macht die Wisdom Factory und die Frauengesprächsrunden. Soweit zu mir. Ich gebe weiter an die Monja. Ich bin die Monja in Wien. Es geht mir gut und ich bin schon ich kann mich noch vage erinnern. Ich habe der Anna ja auch meine Daten geschickt, aber ich habe sicher wieder vieles vergessen. Also refreshing. Und ich gebe weiter an die Daniela. Ja, Daniela im bayerischen Fürth. Heute mal so ganz schön, einfach nochmal mehr zu hören von dir, Anna. Ich weiß noch ganz wenig über Human Design, bin wirklich neugierig. Ja, ich gebe weiter an Marie-Rose. Ich bin die Marie-Rose aus Luxemburg und ja, ich habe schon über relativ viel, finde ich, von dir gehört, Anna, über Human Design und habe mir auch mal da reingelesen und mir ein Profil erstellen lassen. Aber bei mir klickt es nicht wirklich, hat es bisher jedenfalls nicht geklickt, ne? Also ich konnte mich nicht so richtig da reinfinden. Soweit zu mir. Dann gebe ich an dich, Anna. Gut, also ich bin die Anna Hauser aus Gauting, das ist in der Nähe von München. Und ja, vor 2,5 Jahren, also 2017, habe ich hier schon mal das Human Design vorgestellt. Und ich nehme ganz wenige von den Folien daraus, weil nämlich mein Schwerpunkt sich verlagert hat, noch mehr eigentlich auf die Gene Keys. Also es ist immer beides und die integrale Version des Human Designs ist tatsächlich, entspricht mehr den Ansprüchen von Aufwachsen, Aufwachen, Clean-up und Show-up eben. Es entspricht viel mehr dem, aber ich stelle euch beides vor. Und ich würde gern einfach die Folien zeigen, ein paar Sachen dazu sagen. Und ich habe versucht, so wenig Theorie wie möglich, aber ein bisschen was ist halt nötig, um einfach zu beschreiben, was ist eigentlich die Basis von dem Ganzen. Dann beschreibe ich jetzt oder dann gehe ich jetzt auf Bildschirm freigeben. Bildschirm. Ah, hier. Genau. Und mache aber jetzt noch das große Bild. Ist es gut so? Okay. Also, das Human Design System basiert auf dem I Ching, da komme ich noch drauf. Die Grundidee ist einfach, wie bei den alten Griechen schon, es gibt eine Ordnung hinter der Ordnung, alles hat eine Form, alles beginnt sowas wie die fünf platonischen Körper, alles hat ein Design, beginnt in der geistigen Sphäre, alles hat einen Bauplan und mit Bauplan ist immer auch gemeint, dass es ist Grundlegendes festgelegt, aber wichtiger noch ist die Beschreibung des Potenzials eigentlich oder der höheren Bestimmung oder des Nutzens von einem Ding, von einem Gegenstand oder einem Menschen. Und ich habe hier in dem zweiten Bild bereits mich bezogen auf integralen Anspruch, nämlich eben Human Design und auch die Gene Keys bieten eben die Sichtweise auf ein einzelnes Wesen, nämlich auf ein einzigartiges menschliches Wesen, aber bezogen immer auf eine Individualität, aber auch in eine Beschreibung des Gesamtzusammenhangs. Also was ist das größere Wir, was ist sozusagen das Ziel oder das evolutionäre Ziel möglicherweise des Ganzen. Und deswegen habe ich als Bilder genommen, das sind alle aus einem alten Geoheft, alles Neugeborene. Und allein eben fand ich damals schon wunderschön zu sehen, wie jedes kleine Gesichtchen einfach anders aussieht, dass sich da auf diese Lebensreise begibt.
Das Zitat Magi ist, war mir noch wichtig, weil es schon hinweist eben auf, es gibt eine Ordnung, eine Ordnung hinter der Ordnung, eine größere Ordnung, aber gleichzeitig haben wir eine Bewegung, nämlich also immer wieder ins Chaos, in eine neue Ordnung, also den Zusammenhang zwischen Sein, also zwischen sozusagen Yin, das Sein, und Yang, das evolutionäre Prinzip, die Bewegung. Und das habe ich schon gesagt, wir können uns als Spezies wahrnehmen, als Individuen, als Teil eines großen Ganzen und einer höheren Bestimmung. Und das Human Design gibt letztendlich auf beides, richtet es den Fokus. Man kann auf einen Einzelnen schauen, auf einen einzelnen Menschen oder eben auch in den Gesamtzusammenhang. Die Weltformel I Ching, das ist mein Bild, weil die Basis von beiden, vom Human Design und von den Qin Keys, ist das I Ching, das ist die 64 Hexagramme des I Ching, der alten chinesischen Weisheitstradition. Basierend auf dieser These, dass in der materiellen Welt, also im Kosmos, alles eine Polarität ist, aus zwei Komponenten bestehend, nämlich Materie und Energie. Das entspricht also dem Yin, entspricht des Materiellen, und Energie, das Yang-Prinzip. Ich habe mich lang dagegen gewehrt. Ich habe das Buch schon seit meinen Studentenzeiten im Regal stehen, aber erst über das Human Design konnte ich diese Polarität des sich ergänzen und verstehen, und dass eigentlich erst aus diesen beiden, aus dem Interagieren dieser beiden Komponenten, erst Bewegung entstehen kann, sich etwas entfalten kann. Oh, das ist ein bisschen unscharf. Es sind die 8 Grundtrigramme, und irgendwann kommt ein Bild, die Grundidee, die These eben, dass das I Ching im Prinzip eine Weltformel anbietet, ist, weil es gibt eine faszinierende Parallelität zwischen den 4 Basenpaaren der DNA und den Triplets, in denen diese 4 Basenpaare in der DNA verbunden sind. Also auf der materiellen Ebene ist die Faszination unglaublich. Es gibt 64 Codons, also sozusagen Bauanleitungen für unsere DNA. Und gleichzeitig aber auch bezieht das Human Design die Epigenetik mit ein. Also nicht nur die Genetik, die Bauanleitungen, also so wie wir funktionieren auf der DNA, also auf dieser materiellen Seite, so bietet das Human Design auch an, zu beschreiben, wo und wie wirkt sich Epigenetik aus. So, und jetzt beginnen schon zur Unterscheidung. Für beide Systeme oder Ansätze ist die Basis das I Ching, die 64 Hexagramme des I Ching, aber auch die Kabbala und die Veden und gleichzeitig moderne wissenschaftlich-rationale Erkenntnis aus Physik. Da kommt nochmal ein Bild, nämlich dass wir in einem Neutrinofeld sozusagen baden und programmiert werden. Und auf Genetik und Epigenetik gehe ich auch nochmal ein. Prinzipiell versteht sich das Human Design als Wissenschaft, versteht sich als Wissenschaft, obwohl ja die Basis des Human Design letztendlich das Wissen des Human Design nicht wissenschaftlich ankam, sondern ja gechannelt wurde. Also von diesem Ra Uruhu, dem Überbringer des Systems, aber der das dann in die Welt gebracht hat, und seit 30 Jahren verbreitet sich's, und es hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel getan im Vergleich jetzt zu der Zeit, wo ich es gelernt habe. Es steht ganz viel zur Verfügung, und es ist weltweit wirklich, werden es immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Gene Keys oder Genschlüssel, es gibt auch schon deutsche Übersetzungen, deutsches Buch, hat Richard Rudd im Prinzip das Human Design weiterentwickelt, hat eigene Erkenntnisse und vor allen Dingen ein eigenes System in die Welt gebracht und
versteht sich viel mehr als eine, im Prinzip als ein Entwicklungsmodell. Also wie ist Weiterentwicklung, Evolution möglich? Da kommt nochmal eine genauere Information, worin sich die beiden unterscheiden. Gemeinsam ist das, dass es beschrieben wird als eine Brücke, als eine Synthese von im Prinzip lebendiger Weisheit, zeitloser Wahrheit eben, wie und zwar eben mit 64 Buchstaben eines Bewusstseinsalphabets, aus dem beschrieben werden kann, verschiedene Frequenzbänder. Ihr kennt, ihr wisst, oder wir, ich nehme an, ihr wisst es auch, ich vermute, dass sich Richard auch auf diesen David Hawkins mit diesen Bewusstseinsebenen bezieht. Er hat aber drei Frequenzbänder sozusagen kondensiert. Ein ganz kurzer Überblick, wie komplex das Human Design ist. Ihr seht außen die Bauanleitungen, die Triplets der DNA, die Basenpaare. Aus den Basenpaaren Adenin, Uracil, Guanin und Cytosin. Und es ist unglaublich, die Ordnung sozusagen, die Schönheit, die Ordnung, die Symmetrie, die Harmonie dieser Reihenfolge der Hexagramme, die im Prinzip eben beschreibt, wie Bewusstsein, also wie auf materieller Ebene, wie soll man das beschreiben, die Ordnung strukturiert wird, das Wachsen strukturiert wird und auf den anderen Ebenen eben auch Bewusstsein strukturiert ist und sein kann. Und zwar nicht bei einem einzelnen Hexagramm, sondern auch in bestimmten Zusammenhängen, weil eben verschiedene Hexagramme erst zusammen etwas organisieren. Das ist aber jetzt nur ein Überblick. Aber ich finde, es zeigt unglaublich den Zusammenhang. Innen ist die Beschreibung die sogenannte Human Design Körpergrafik mit insgesamt 9 Zentren, weil die These des Human Design ist, wir sind nicht mehr 7 Zentren gewesen wie noch vor 250 Jahren, sondern Evolution ist weitergegangen. Wir sind inzwischen 9 Zentren gewesen und die nächste Mutation sozusagen ist schon angekündigt. Also dass unser im Prinzip unser alter Körper, also unser sehr alter Körper im Prinzip sich mutieren muss, um neues Bewusstsein überhaupt als Gastgeber sein zu können, sozusagen für ein neues Bewusstsein. So, dann habe ich noch eine wichtige Information, also zum Thema Physik. Der Lesch ist uns allen ein Begriff. Die 4 Hexagramme, mit denen ich auch eure Charts angeschaut habe, das sind eben die wichtigsten, weil wir sind im Sonnensystem und 70% der Neutrinos, die unser Universum durchfluten, das ist unser Sonnensystem, die kommen eben von der Sonne. Und das ist kein esoterisches Wissen, sondern darum habe ich den Lesch mit einbezogen. Diese Neutrinos, die noch gesucht werden, sind im Prinzip das dichte Informationsnetz, mit, man könnte auch sagen, ist, oder die These ist, die Frage ist, ist das das Qi, ist das das Prana? Es ist ein unglaublicher Neutrinostrom, der uns programmiert und alles durchdringt, was es im Universum gibt. Und eben in unserem Sonnensystem sind 70%. Das ist der physikalische Anteil des Human Design Wissens. Und das, ich fand es total beeindruckend, dass der Überbringer des Systems damals gegen die Wissenschaft immer wieder gesagt hat, ja, die Neutrinos haben eine Masse und erst 2000, so um die 2000 rum und dann jetzt 2015 wurde irgendein Nobelpreis, fragt es mir nicht, also bewiesen, dass diese Neutrinos eine Spur von Masse haben und somit interagieren können. So, die Differenzierung dieser beiden Systeme, links die Körpergrafik, wieder in dem Mandala. Das Mandala bezieht sich wie Astrologie eben auch auf unser Sonnenjahr und außenrum sind die 64 Hexagramme des I Ching. Und Richard Rudd hat nicht wie im Human Design 2x13 Aktivierungen genommen, die also Informationen geben, sondern er hat ein sogenanntes hologenetisches sieht man da? Ja, das ist Richard Rudds hologenetisches Profil, dass ihr euch, wenn ihr anspringt auf dieses System,
kostenlos von seiner Webseite holen könnt. Und sein Angebot ist im Prinzip Self-Illumination, also dass du nicht von außen eine Information kriegst, wer bist du, sondern du machst dich auf eine Reise, wie kann ich aus einer Schattenfrequenz raus in meine Gabenfrequenz kommen, in Qualitäten, die, wenn ich sie, so wie er hat drei Aussagen, sein Weg ist der mittlere Weg der Meditation, gleichzeitig Konzentration letztendlich und Meditation in einem, nämlich erst einmal wahrnehmen die Schatten, erlauben, dass sie da sind, dann annehmen, akzeptieren und am Schluss umarmen, embrace. Also allow, accept and embrace. Und dadurch passiert sowas wie eine Weiterentwicklung in das, was eigentlich genetisch in uns angelegt ist. Das Human Design bietet an, jetzt komme ich zu den Typen, nämlich Human Design differenziert anhand von Typ und daraufhin gibt es ein inneres Navi oder eine innere Autorität, mit der man durchs Leben gehen könnte. Es gibt eine Differenzierung anhand speziell aktivierter Hexagramme, also sind andere aktiviert. Differenzierung anhand offener Zentren, das wäre also dann das, wo die Weiterentwicklung passieren kann, weil eben Konditionierung geschehen kann oder mehr stärker geschehen kann. Dann Differenzierung anhand der 6 Linien eines Hexagramms, also Hexagramm 6 Linien, dann mit dem Profil und am Schluss sogar bezogen auf Schaltkreise, gibt es Informationen, wo ist das Talent eines Einzelnen, ist es eher im Kollektiv oder ist es eher individuell, ist es also eher mutativ oder, ich kann das jetzt von mir sagen, meine Aktivierungen sind ganz stark im Kollektiven. Ich habe wirklich zu Beginn meiner Human Design Zeit dann verstanden, warum ich mich von Anfang an in der Schule bemüht habe, das Schulsystem zu verändern. Also ich bin jemand, der im Kollektiv den Verbesserungen dienen soll. So, das sind jetzt die Typen, die energetische Signatur der Typen, ihre Aura und Funktion im größeren Ganzen und auch die Verteilung. Es gibt den sogenannten Manifestor oder Initiator als kleine blaue mit einer sogenannten Repelling Aura, also der im Prinzip etwas Neues in die Welt bringen soll, initiieren soll. Das Gegenstück ist der Reflektor, der im Prinzip nur der Beobachter sein soll und Informationen sammeln soll, der aber kann ganz viel wahrnehmen, aber ist geschützt, im Prinzip kann sich abschütteln und kann diese Informationen letztendlich eben von sich wieder abperlen lassen. Die Interaktion läuft eigentlich zwischen Projektor und Generator im Prinzip, weil das sind die am meisten vorkommen. Nämlich im Prinzip geht es darum, dass wenn die beiden interagieren und beide müssen, das ist die Empfehlung, letztendlich müssen alle warten, nämlich sie sollen alle aufs Leben reagieren. Der Generator im Prinzip das, was ihm begegnet, auf das kann er antworten. Responding ist also das Wichtigste. Und der Projektor hat eine noch stärkere Aufgabe. Er muss warten, bis er erkannt wird, dass er im Prinzip den anderen wiederum erkennt. Er kann die Interaktion zwischen diesem Typus Projektor ist, wie soll man das jetzt in Kürze beschreiben, die Empfehlung ist, nicht selber handeln, sondern die Empfehlung ist, wenn er eingeladen wird, dieser Projektor von einem Generator, dann wacht sozusagen, dann ist er in seinem höchsten Potenzial, auch klar nachvollziehbar. Also nicht aufdrängen mit dem Wissen oder mit dem, was er sieht, sondern warten, bis er wirklich wahrgenommen wird. Ah, ich kann helfen, dass du, lieber Generator, mit deiner vielen Energie
effektiver umgehen kannst, dass du besser wirst in dem, was du eigentlich als an Potenzial in dir trägst. Dann haben wir euch. Jetzt sieht man oben aber an dem Schirm, aber von der Logik her muss das dann die Marie-Rose sein. Marie-Rose, du wirst vielleicht wiedererkennen. Also das sind, wir sind vertreten, wir fünf. Ich kann nicht die ganzen Bilder sehen, das ist abgeschnitten. Ist das normal? Ist das bei euch auch abgeschnitten, oben und unten? Nee, vielleicht musst du einfach bei uns das, ist es okay. Das Fenster größer machen. Mein Fenster ist Vollbildschirm. Also nur du bist mit dem Namen, Mitte oben, bist mit dem Namen zugedeckt, aber man sieht dein Chart. Ist das so? Nein, man sieht den Namen von allen und die Charts. Das kann sein, weil Marie-Rose ist, glaube ich, auf dem Tablet. Das kann sein, dass es was abschneidet. Nein, ich bin nicht auf dem Tablet, ich bin auf dem Laptop. Also Punkt. Ich habe von den drei oberen habe ich nur bis zum Hals, wo ich das sehe. Seltsam. Sehr komisch. Also wenn ich so mache? Empfehlen, das Fenster groß machen, so groß wie es geht. Ja, mein Fenster ist ja also, als Bildschirmgröße kann ja nicht sein, gell? Ist es jetzt besser, wenn sie so zeigt? So sehe ich das ganz, ja. Ah, okay. Ist es dann groß genug? Ah. Das ist was besser. Schauen wir nochmal her. Jetzt, Marie-Rose? Nee, ja, jetzt ist wieder wie vorher, ne? Also ich habe die ganze Zeit die Bilder abgeschnitten gehabt. Oh. Ach so. Also manchmal hilft noch die Auflösung am Bildschirm, weil manchmal sind die Formate anders. Das wäre noch eine Option. Ja, da musstest du die Bildschirmauflösung ändern. Ich würde sagen, mach es doch so, dass man das auf der Recording so groß sieht und du gibst uns anschließend die Charts. Und ja. Dann... Oder kannst du es vielleicht kurz der Marie-Rose rübersenden, dieses, dann kann sie es auf ihrem Computer daneben sehen, dann hat sie auch eine... Wie geht das jetzt? Ne, einfach von deinem, das E-Mail nehmen an Marie-Rose und Anhang deinem... Ich kann es auch auf 50% runter machen, dann habe ich eben dieses kleine Bild. Wie jetzt. Aber dann ganz, oder? Dann habe ich es ganz, ja. Okay, also das sind wir... Und die Abkürzungen sind jetzt andere, das ist aus einem anderen Programm, das ist mein gemietetes Programm sozusagen, was ich ganz spannend fand oder finde. Und da ist die Monika Initiator eben oder Manifestor. Also sehr strategisch und mit dem Profil 4-6. Also das ist jetzt bezogen auf Linien, also die Information sozusagen, sie ist ein bestimmter Typus, etwas Neues in die Welt zu bringen. Sowas wie Feuer anzünden. Also es wird auch gesagt, dass eben im Prinzip die Agenda eines Initiators oder eines Manifestors aus dem Kosmos kommt. Das ist im Gegensatz zum Generator, der aufs Leben reagieren soll, antworten soll, respond. Also der eben warten soll und er hat sowas wie hier im Sakralzentrum, das ist sozusagen seine Möglichkeit, wie er auf der Körperebene üben kann, wahrzunehmen. Das ist sowas wie meine innere Autorität plus emotional, das ist Solarplexus. Also das sind die beiden körperlichen Informanten, was für dich genau richtig ist, Marie-Rose. Für die Monika ist auch warten, sie darf also nicht so schnell sein, wichtig als emotionales Wesen, aber sie ist eben ein Manifestor mit einem manifestierenden Kanal. Das sind jetzt Definitionsfragen. Das heißt also, sie muss auch warten, bis sie emotionale Klarheit bekommt. Das wäre zum Typus. Die Heidi ist zum Beispiel, wie ihr seht, auch du bist hier eben auch ein Generator oder eben, also hier haben wir bei dir, Marie-Rose, einen Spezialist. Du hast nämlich auch einen manifestierenden eine Qualität sozusagen, und zwar auf einer Kommunikationsebene, also sehr mutativ, aber eben warten müssen, bis du emotional in der Lage bist, wirklich zu spüren, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, wie das Neue in die Welt kommen kann. Die Heidi, du, wir drei, Heidi, Daniela und ich, wir sind emotional offen und offen heißt immer, wir sind konditionierbar auf der Ebene und zwar von klein auf.
Also von Abschwangerschaft durchdringt der Neutrinostrom alles. Und das heißt, wir sind sehr viel sensibler, was Emotionen anlangt. Wir nehmen wahr und gleichzeitig aber auch kann es eben als Schatten rauskommen, dass man entweder mal agiert Emotionen aus, übertreibt sie, oder man meidet zum Beispiel Konflikte und Streit einfach deswegen, weil es weh tut, weil man das im Laufe der eigenen Entwicklung gelernt hat, Konflikt auszuweichen, weil man ja die Emotionen der anderen ganz stark reinkriegt. Daniela und ich, wir sind vom Typus her beide diese Projektoren, diese genannt werden, gibt unterschiedliche Namen, Koordinatoren, die also sozusagen in der Lage sind, wenn sie denn eingeladen sind, diese viele Energie, die auf der Welt durch die Generatoren da ist, diese Menschen zu beraten, zu helfen, dass sie in dem, was sie gut können, noch besser werden können. Also mit dieser vielen Energie wirklich umzugehen. Das ist die Grundidee, was evolutionär neu ist, nämlich diese wechselseitige Abhängigkeit. Also von diesen hier, und also Generatoren hier und Projektoren oder Koordinatoren, im Gegensatz zu noch vor 250 Jahren, wo die Hierarchien einfach da waren, sowas wie die Manifestoren und die auch Spezialisten beispielsweise, die einfach anbefohlen haben und die einfach dominiert haben und Menschen mit viel Energie ausgebeutet haben. Während eben jetzt evolutionär diese Projektoren oder Koordinatoren eigentlich die modernen Führungsqualitäten verkörpern. Zum Thema Linien eines Hexagramms, das wären die Begriffe, ich kann euch die natürlich auch geben. Ein Hexagramm ist von unten nach oben aufgebaut und gemeint ist damit, so arbeitet sich die Evolution letztendlich durch. Von Linie 1, also eine Grundlage erarbeiten, eine Analyse, bis zum Vorbild, oder im Prinzip schon drüber hinaus wachsen in seinem Wissen, in seinem Verhalten. Und das sind die wichtigen Keywords für diese Linienqualitäten. Da ist es ein bisschen unscharf, ein besseres Bild habe ich jetzt gerade aber nicht, gemeint ist nur, es gibt auch in diesen Linien, in diesen Qualitäten, wir haben zwei Linien. Nämlich hier im Bewussten haben wir eine bestimmte Linie. Vielleicht gehen wir nochmal zurück hier. Das ist unsere bewusste Seite, wo man sagen kann, das ist unser Fahrgast, unser Bewusstsein. Und das ist das, was unseren Körper ausmacht, was wir von unseren Ahnen mitbekommen haben. Hier gibt es eine Linie, Daniela, ich nehme dich als Beispiel. Da ist die sechste Linie aktiviert und hier ist die zweite Linie aktiviert. Die enthalten immer eine bestimmte Spannung und das heißt, bedeutet eben, damit müssen wir im Leben klarkommen, das ist eine evolutionäre Spannung, das ist genau der Antrieb, wie wir uns entwickeln. Prinzipiell gibt es eben sowas wie persönliche Profile, die in einem persönlichen Prozess ihre Themen oder etwas erschaffen, etwas kreieren, etwas Neues. Dann gibt es die Funktion im Kollektiv, nämlich eine Brücke sozusagen zwischen dem Einzelnen, die etwas einbringen, und dann haben wir noch sogenannte transpersonale Profile, die etwas nach außen tragen. Also das ist ein Überblick, wie diese 12 Profile sowas wie den Prozess des Lebens ermöglichen. Jeder hat eine bestimmte Funktion im optimalen Sinn. Und jetzt zum Beispiel bei den Richard Rudd arbeitet auch mit Linien. Er arbeitet nicht mit Typen, sondern im Prinzip für diese vier, er nennt es Spheres, also vier Bereiche, unsere vier wichtigen Hexagramme, die Sonne, die Erde, die Sonne auf der linken Seite, auf der körperlichen Seite und die unsere Bestimmung, und da hat er eben
Qualitäten beschrieben. The Creator, also derjenige, der eigentlich das Neue in die Welt bringt. Dann der 2 ist es der Tänzer, der Leichtfüßige, das Naturtalent. Die Linie 3 ist immer bezogen auf Fehler machen, verwandeln, dazulernen, große Herausforderung. Linie 4 hat immer mit Kommunikation zu tun, Love and Community, Friendship beispielsweise und immer dienen. Die Linie 5 ist letztendlich das Ende eines Hexagrammes, nämlich derjenige, der Erlöser, der etwas in die Welt bringt, etwas Neues, der auch sowas wie ein Ketzer ist, der wirklich etwas ins Kollektiv trägt, auf den aber auch projiziert wird, wie hier gezeigt, Power and Protection, der in wirklich den größten Einfluss haben kann, also auf der größten Bühne spielen kann. Und die Linie 6, das sind die Menschen, die schon über das Hexagramm hinausgehen und im Prinzip anderen beibringen können, etwas besser zu machen. Also die schon über die mutativ und individuell gleichzeitig sind und letztendlich die idealen Lehrer sind, 6. Linien. Dann habe ich für euch einfach aufgeschrieben, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie Richard Rudd arbeitet. Die bei Heidi, das sind jetzt deine 4 Hexagramme, so wie ich es gesagt habe, die am stärksten, am bedeutsamsten sind, nämlich die 4 Hexagramme des sogenannten Inkarnationskreuzes. Und es geht, rot sind immer die Schattenqualitäten, grün sind die Gabenqualitäten und blau dieses aktivierten Hexagramms, oder er sagt der Gene Key, Genschlüssel, ist sozusagen die City-Qualität. Gemeint ist, City ist die Kraft, die von oben, also im Sinne der Involution, wirkt. Und der Schatten ist im Prinzip der evolutionäre Aspekt von unten. Und die Qualität, die wir entwickeln können, das ist das Potenzial, ist eben in grün beschrieben, die Gabenfrequenz. Und gemeint ist damit, die innere Arbeit, das ist die Sonne, und die äußere Arbeit ist sozusagen unser evolutionärer Zweck, das Lernen, unser Lernprozess. Und auf der körperlichen Ebene, also im Prinzip Radiance nennt er das, unser Gesundheit, der Ausdruck von Selbstliebe und Gesundsein bezieht sich auf diesen Gene Key hier, das ist jetzt ein mentaler, wenn man dann weiß, eben wo er sitzt, dann könnte ich euch natürlich auch was dazu sagen oder ihr könnt auch nachschauen. Und das Ideal sozusagen, die Verankerung hier im Leben, Verwurzelung ist immer hier dieses Hexagramm auf der rechten Seite, the purpose. Das war jetzt Heidi. Marie-Rose haben wir die 4, also das ist ein Stammesthema, Hexagramm 26 oder Chinchi 26, das Thema der heilige Trickster. Es ist unglaublich komplex, ich biete es euch jetzt einfach so an als Überblick, wie ich es euch zusammengeschrieben habe, Evolution zum Thema Synergie, der Begriff, ich weiß nicht, ob euch der schon begegnet ist. Die Grundidee von Richard ist letztendlich dieses Verschwinden in einem größeren Wir. Es geht immer bei ihm um Dienen mit dem, was ich bin, mit dem, was ich entwickle, in ein größeres Wir letztendlich sich einzubringen, bis das Ego ganz verschwunden ist. Das innere Leben, das Thema der Selbstliebe, vom Druck in eine Mutation zu kommen im Hinblick auf die Vergangenheit, dieses Sehen der Vergangenheit. Und eins der wichtigsten Hexagramme bei dir ist Marie-Rose, eben Hexagramm 2 oder Chinki 22, von der Entehrung von sich selber. Also diese Schattenthemen sind ganz Begriffe, die
deren Bedeutung nachzuschauen, sich einfach lohnt. Und Graciousness, allein die Unterscheidung, was ist bitte Graciousness im Vergleich oder zur Qualität von der City Grace, Gnade, Anmut, große Themen. Dann habe ich Daniela, da gibt es eine gleiche Jinki mit Marie-Rose meines Wissens, eben von der inneren Arbeit von Erwartungen in ein totales Loslösen. Die äußere Arbeit oder die evolutionäre, die Lernkurve geht eben in Richtung Erhalten, also diese Unterscheidung, was ist erhaltenswert. Jinki 56, das ist auch, ich nehme an, du bist eine gute Erzählerin. Und vor allen Dingen ist dein Ideal, dieses Begrenzung sozusagen zu akzeptieren und in einen Realismus zu kommen. Heidi? Habe ich Heidi jetzt schon? Nein, habe ich noch nicht gehabt. Heidi, genau, 32 und 42, bloß in einer vertauschten Reihenfolge. Doch, du hast mich, glaube ich, doch, schon gehabt. Hast du schon gehabt, ja. Habe ich dich schon gehabt? Ja, ja. Monia? Ja. Monia? Das war die Sphinx, wenn du dich vielleicht erinnerst. Nämlich innere Arbeit. Deine Sonne ist eben dieses Youngste aller Hexagramme, Jinki 1, von der Entropie, Energielosigkeit, Unordnung in die Frische bis eben zu dieser Qualität von Beauty und Unity zu kommen in deinem evolutionären Prozess. Und du bist im Hinblick auf, was du verkörperst, was du ausstrahlst, ist eben diese Führungsqualität, Guidance. Und zwar auf kollektiver Ebene. Und dein Purpose letztendlich, deine Bestimmung, ist diese Verkörperung von Discernment, Unterscheidung und vor allen Dingen Empathie. Habe jetzt jemand vergessen? Mich selber, damit ihr seht, ich habe jetzt mein hologenetisches Profil, so wie es beim Richard ausschaut, was ihr euch für euch selber auch holen könnt. Was ich jetzt besprochen habe, waren im Prinzip diese vier Qualitäten. Das ist eben dieses innere Arbeit, äußere Arbeit, inneres Leben und hier wieder das sozusagen die Verankerung, die Verkörperung. Dann habe ich noch, ich bin dann fast fertig, dann habe ich noch einfach, damit ihr seht, wie sehr sich das Human Design unterscheidet von dem, was Richard Rudd anbietet, der eben diese drei Frequenzen unterscheidet, wenn er sagt letztendlich, wie kann eine erste Linie in der Welt agieren, eben aus der Schattenfrequenz heraus von Unsicherheit, sicher, kompetent oder leugnend, also die Nihil ist mit für die zweite Linie das große Thema in eine Natürlichkeit dieser Tänzer, also bestimmte Keywords kommen immer wieder vor und zum Naturtalent kommend. Dritte Linie ist immer eine Qualität von Vermeiden, Abhauen bis zu eben Erfahren durch Lernprozesse und eben durch diese Lernprozesse weise werdend, das wäre der Entwicklungsweg. Die vierte Linie ist zunächst mal zurückweisend im Schatten, um sich zu schützen, weil sie eben so offen ist nach außen hin. Und die Gabenqualität ist eigentlich die Netzwerkerin pur, die vierte Linie, und steht eigentlich für Herzqualität. Die vierte Linie ist immer die mit der Herzqualität. Fünfte Linie, fast fantasierend, also sich größer machend, als sie wirklich ist. Und Projektionen annehmen oder eben zurückweisen, in der Gabenfrequenz klar, in der Aufgabenstellung, und die City-Frequenz ist letztendlich erkennend, was nötig ist. Die sechste Linie als Schattenqualität isoliert, und wenn das überwunden oder so wie erkannt ist, dann ist die Qualität wirklich verbunden, eigentlich ein Verbindungsglied sein können zwischen
viel größeren Bereichen, nämlich zwischen oben und letztendlich und unten, also ein Verbindungsglied sein. Ja, da unten haben wir noch einmal ähnliche Keywords, die habt ihr ja schon gehört, vom Schöpfer zum Tänzer, Changer, der Server, also der Netzwerker, Problemlöser zum Lehrer. Und ich habe hier noch eine Körpergrafik dargestellt, sozusagen meine von der künstlerischen Seite her, nämlich die beiden Hälften, die Körpergrafik hier, die also unsere rechte Körperseite bis zu unserer linken Gehirnhälfte darstellen soll, unsere logische Seite, also unsere Zweiteilung und hier eben der Lebensweg und unser analoges Denken. Weil jemand mal gesagt hat, schon vor vielen Jahren, mein Gott, die Körpergrafik schaut so mechanisch aus. Und daraufhin habe ich dann eben so ein Bild gemacht, um zu zeigen, letztendlich, es geht um Selbstliebe, es geht um Selbstakzeptanz und um die Weiterentwicklung. Ich glaube, das war mein Schluss. Weil ich damals habe ich das eine City besprochen mit dem von Konflikt zu Frieden, diese drei Frequenzbänder, aber ich denke, ich habe euch jetzt genug zugetextet schon mit den beiden Systemen. Ich fühle mich den Jinkies inzwischen mehr verbunden als dem Human Design. Da hat sich wirklich was geändert, weil mich dieses Kontemplation von Qualitäten zieht mich mehr an, als zu hören, was bin ich für ein Typ und wie kann ich mich, klar geht es, dekonditionieren. Das ist einfach mein Weg, dass ich merke, mein Herz schlägt mehr für die Jinkies inzwischen. Das war's von meiner Seite. Danke, Anna. In der Webseite thewisdomfactory.net, da gibt es unter die Gespräche der Frauen am Brunnen in einem frühen Jahr, ich weiß nicht, ob das 2015 war. 17. Es ist nach Jahren geordnet, da gibt es dieses Video von dir, was du damals gemacht hast. Es ist aber nicht öffentlich auf YouTube, das ist nur auf der Seite zu finden, weil wir es damals noch nicht öffentlich gemacht haben, die Gespräche am Brunnen. Mhm. Wenn du magst, können wir es noch öffentlich machen, aber das müsstest du mir dann erzählen. Im Moment ist es jedenfalls da zu finden, da ist es eingebettet. Und es ist ja wahnsinnig interessant. Ich würde jetzt erstmal uns alle einladen, mal so den ersten Eindruck wiederzugeben und vielleicht können wir dann uns mit einer beschäftigen und dass du uns dann noch ein bisschen genauer führst, was das so alles bedeutet und so. Ja? Lass ich den Screen stehen, oder? Oder soll ich so? Okay, lass uns erstmal, geh erstmal raus und nachher, wenn wir dann nochmal darüber sprechen, dann können wir dann nochmal das ein oder andere Chart aufnehmen. Gut, okay. Genau. Mhm. Ja, Feedback. Ganz herzlichen Dank, Anna. Ich bin beeindruckt von der Komplexität und dennoch von den Spuren darin. Also in mir ist ganz viel, also erstmal so eine Resonanz von, das berührt mich irgendwo. Also auf einer Ebene, nicht Kopf, sondern da scheint irgendetwas zu sein, was ich mir wirklich näher anschauen mag. Also ich danke dir sehr für diese Vorstellung davon und auch, dass du dich mit all uns allen da beschäftigt hast. Und ich komme in einer anderen Form wieder auf dich zu, glaube ich, erstmal. Ja. Ja, ich versuche jetzt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir da vom Enneagramm gehört haben, wo ich also eine 8 war und hier jetzt ein Manifestor und die Führungsqualität und frage mich, ob ich also gut tue, alles abzugeben,
Also vielleicht ist das, ich weiß es nicht, weil ich sehr gerne also jetzt mich eben mit etwas anderem beschäftigt habe. Und ich habe dann noch zur Grafik eine Frage, weil ich habe natürlich uns alle verglichen und da gibt es also einen Bereich, den habe nur ich und da wollte ich wissen, was das ist. Wenn du dann noch einmal, es war die allererste Grafik, die du hattest, Anna. Mhm. Ja, aber es war, ja, es ist wie jedes Mal, also wirklich eine Überschwemmung und Resonanzen, die ich eigentlich gar nicht bewusst im Kopf habe, sondern das geht auf anderen Ebenen offensichtlich. Magst du was sagen, Marie-Rose? Sonst sage ich kurz noch erst was. Ich habe wahrscheinlich ein anderes Geburtsstunde jetzt im Vergleich zum letzten Mal, habe aber gesehen, dass ich nach wie vor ein Generator bin und ich müsste das jetzt aber mal vergleichen, wie das war. Damals hat schon einigermaßen richtig geklungen. Jetzt, wenn ich diese Wörter sehe in diesen Kästchen, in den schwarzen Kästchen, da kann ich auch ein bisschen was mit anfangen. Aber ich möchte mich da auch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und ich würde auch gern noch mal auf dieses Bild zurückkommen, wo wir alle fünf drin sind und mal gucken, was eigentlich die einzelnen Punkte bedeuten. Warum sind die beim einen rot, bei der einen rot, bei der anderen blau und so. Das würde mich schon auch noch mal interessieren. Ja, es ist mit Sicherheit ein sehr komplexes System und du hast ja unglaublich viel Wissen da angeeignet und kannst auch sehr, sehr klar und strukturiert darüber reden. Also das ist beeindruckend, keine Frage, ja. Wie gesagt, mir ist das System bisher immer noch ein bisschen fremd geblieben. Ich habe so die Haupt, was als Hauptding bei mir da drin steht, eben als manifestierender Generator und dass ich warten muss, bis ich mit meinen Gefühlen, bis das klar ist, bis das von außen klar ist, was von mir als Response da kommen soll. Das kenne ich auch aus anderen Typologien. Ne? Das ist bei mir eine ganz klare Sache, ja. Also von daher stimmt es so, die Hauptsache, die Details habe ich noch nicht im Überblick, aber die Hauptsache, die stimmt mit den anderen, mit anderen Typologien überein, die ich kenne von mir, ja. Was ja eigentlich eine wunderbare Bestätigung ist, nicht? Denn am Ende sind wir ja wir. Und es wäre komisch, wenn in verschiedenen Typologien völlig verschiedene Sachen rauskämen. Ne? Ja. Anna, kannst du noch mal diesen ersten, die Grafiken, die leider bei der Mary Rose abgeschnitten waren, aber... So, was genau sucht ihr? Das allererste. Du meinst schon das da? Ja, genau das, ja. Da. Und da wollte ich dich fragen, da habe ich so ein blaues Dreieck rechts. Ja. Und bei euch anderen ist das alle leer. Was bedeutet das, dass es bei euch leer ist und bei mir schon voll? Okay. Also nochmal zum Zusammenfassen. Das sozusagen dessen, was diese Qualitäten, die sind in blau eingezeichnet. Aha. Rot heißt von den Ahnen. Das ist das, was wir mitkriegen mit der Zeugung. Wir kriegen einfach von unseren Ahnen jede Menge an Trauma, an Schatten, also an genetischen kriegen wir einfach mit. Und das wird auch genannt, das ist dessen, das unser Unbewusstes. Letztendlich, was in unserem Körper da ist und was wir erst im Laufe unseres Lebens entdecken, oh, das ist ja auch, auch ein Teil von mir, das bin ich ja auch. Also im Human Design wird es so beschrieben wie, das ist sozusagen, das bin ich und das ist meine mir unbekannte Schwester. Einfach dieses Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.
Und du hast, das ist ein Teil des Stammesschaltkreises. Das heißt einfach, du, das ist unser Egozentrum, also blaues Raute heißt definiertes G-Zentrum, steht für Geometrie, für göttliches Zentrum, also unser Herzchakra. Und das ist aktiviert bei euch dreien oben und bei dir ist noch zusätzlich, das ist eben so im Human Design ein ausgelagertes Ego, unsere Willenskraft. Mhm. Man könnte auch sagen, man weiß, es ist ja auch immer gefragt worden, hey, welche genau sind dazugekommen oder wo ist aufgesplittet worden von diesen 7 Zentren auf 9 Zentren. Und das ist also unsere materielle Willenskraft, letztendlich unser Leben zu organisieren, unser kleines Ego, das uns auf der materiellen Ebene hilft, uns mit Willenskraft unser Leben zu organisieren. Und du hast eine starke Willenskraft. Das steht dir zur Verfügung, während, und das haben nur 1/3 der Menschheit, wenn man die Statistiken anschaut. Wir alle sind auch nicht sehr stabil. Und deswegen ist es schlau, dass wir uns nicht auf unsere Willenskraft verlassen. Mhm. Weil es meistens auch auf Selbstwertthema damit verbunden ist. Ja. Also geringe Selbstwert mit Leuten, die halt diese starke Willenskraft nicht haben. Das heißt also, wenn dieser Rote, das darunter, das Dreieck rot, das sind also die Emotionen, die von den Ahnen auch weitergetragen werden, oder... Ja, von allem. Ja, aber du müsste ich jetzt nachschauen, wo bei dir, das ist Hexagramm 6, das sehe ich schon, was bei dir eine Aktivierung ist und aber auch 22, also sozusagen, das sind 2 Themen da, wie du anspringst auf Menschen, mit welchen Themen, je nachdem, wer dir gegenüber sozusagen dir gegenüber ist. Weil was das Human Design einfach zeigen kann, ist, wie reagiere ich auf andere Menschen, auf andere Lebewesen? Weil wir interagieren ja miteinander und sind je nachdem, mit wem wir zusammen sind, in der Aura sind wir verschieden. Also zum Beispiel unsere Willenskraft, die ist ja durchaus mal an, wenn wir weil der Transit gerade so ist oder weil ich in der Aura eines Menschen bin. Und dann kann es eben sein, dass ich dann gar nicht mitkriege, dass jemand anderer mit mir Schlitten fährt. Dass ich sozusagen ausführendes Organ für den Willen von jemand anderem bin, dann ich manipulierbar bin. Da habe ich jetzt gerade von Sloterdijk gelesen in diesem Blasenbuch. Und er hat also das Wort Perichorese, griechisch, die Durchdringung ohne Verschmelzung. Und also wie weit wir einander durchdringen, ohne zu verschmelzen. Und ich merke es vor allem bei meinem Mann nach 54 Jahren, also wir haben uns schon so durchdrungen. Und das ist für mich ist derzeit ein spannendes Thema, wie weit ich eben, und darum hat mich eben das interessiert, weil zum Beispiel ich bei der, was ist das, das ist, ja, das bist du, dass du also oben dieses Ahnen, also von den Ahnen schon das alles mitbekommen hast, während ich eigentlich offensichtlich von meinen Ahnen nur wahrscheinlich die Ängste im Krieg und das mitbekommen habe, dass man den Partner verliert, wenn er mal sich ein paar Tage nicht meldet. Ne? Also man kann grundsätzlich, die sind zwar jetzt rot, aber grundsätzlich kann ich mal sagen, weiße Zentren deuten darauf hin, da bist du sozusagen konditioniert von klein auf. Zum Beispiel hier im Wurzelzentrum, du Monika, du Marie-Rose, viel stabiler Heidi, eine ganz starke Achse hier, ja. Also nur jetzt von der Optik her, da ist was sozusagen da kann sich dein System stärker dagegen setzen, hat was Eigenes dagegen zu setzen. Während eben in dem Bereich mental oder auch bei dir, Heidi, mit dem Sprechen beispielsweise, da gibt es eine riesen Lehre im Human Design, was bedeutet das, was sind so die Fallen des Nicht-Selbst in den offenen Zentren? Ja, da habe ich jetzt noch mal eine Frage zu der Willenskraft. Wenn man weiß es, ja, da das äußere Ego, das bedeutet, dass man dann praktisch keinen eigenen Willen hat oder manchmal nicht den eigenen Willen hat. Man denkt, es ist der eigene Wille und stattdessen irgendwas gehört hat oder irgendjemand einen beeinflusst und man ist dann das Sprachrohr von jemand anders und setzt den Willen von jemand anders durch.
Ja, leichter auf jeden gemacht. Fall manipulierbar, aber viel schlimmer ist der mangelnde Selbstwert, weil von klein auf man die Erfahrung macht, du kannst dich nicht auf deine Willenskraft verlassen. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und deswegen ist da die Empfehlung, entwickle gute Gewohnheiten, auf die, diese Mikrohabits, auf die du dich verlassen kannst. Ja. Und mach so wenig Zusagen wie möglich, sondern go with the flow, weil wenn du das nicht einhalten kannst, nagt es an deinem Selbstwert. Ja, und ich kann mich auch erinnern, ich habe oft den Willen, also meiner Eltern oder sonst welche anderer Leute praktisch durchgesetzt, ja, und oft gegen mich selber, ne? Das macht dann Sinn. Mhm. Das hat aber auch vor allen Dingen damit was zu tun, weil hier lautet der Satz von diesem offenen Zentrum, avoiding confrontation and truth, Konfliktvermeidung. Das haben wir drei alle. Beispielsweise. Und was heißen jetzt diese drei Zentren in der Mitte, die Marie-Rose weiter oben hat und ich habe sie weiter unten, aber alle drei so in einer Linie? Das heißt einfach, da ist sowas wie eine Stabilität, der Energiefluss. Also der hat eine Bedeutung in Gruppen. Also das ist jetzt so nebenbei, weil es gibt im Human Design auch transaurische Formen, die können vergehen. Also es ist ein faszinierendes Konzept, wie zum Beispiel sowas wie, oh Gott, wie nennt man das, Massenpsychologie erklärt wird. Es gibt sowas wie eine transaurische Form, die uns Menschen benutzt. Und man sozusagen, und Menschen, die hier in der Mitte bestimmte Qualitäten aktiviert haben, die werden leichter und die werden gebraucht in Gruppen. Also man kann auch Aussagen treffen, wie funktionierst du in Gruppen? Aber das ist wieder ein eigenes Human Design Gebiet. Also es deutet aber darauf hin, zum Beispiel die Heidi, du hast eine starke Aktivierung, eine Stabilität sozusagen auf der gesundheitlichen Ebene, das wäre diese Milzgeschichte, aber auch im Wurzelzentrum, also deine Erdung, aber auch viel Druck. Ich auch. Wir haben viel Druck. Während ihr seid in der Lage, sozusagen druckfrei zu sein, auch mental übrigens, das sind die zwei Druckzentren, oben und unten. Hier auch oben kein Druck, das heißt, da ist kein mentaler Druck, wenn ihr allein seid. Ihr könnt wirklich gedankenfrei sein, also wirklich, während bei uns oder bei mir, ich bin ja eigentlich die Einzige da oben, ich habe da oben diese berühmte Schallplatte im Kopf. Also ich kann das Denken nicht abschalten. Während ihr seid konditionierbar, aber gleichzeitig könnt ihr in einem Feld oder in einer bestimmten Umgebung könnt ihr auch wirklich total frei sein von Druck. Aber ihr nehmt den Druck anderer wahr. Ihr seid hier offen. Das sind Antennen. Weiße Zentren heißt immer, ich bin offen für die Welt, ich habe Antennen, ich spüre, was bei den anderen los ist. Ja, danke, das macht Sinn. Und könnt ihr was, also es interessiert mich noch, wie geht es euch, wenn, das ist jetzt ja klassisches Human Design, wie geht es euch bei diesen drei Frequenzbändern Schatten, Gabe und Siddhi vom Richard Rudd? Kannst du da nochmal hingehen? Das müssen, aber das haben wir ja einzeln, ne? Für jeden Einzelnen. Ich wollte vielleicht gerade noch bei diesen Bildern den Unterschied zwischen blauen und roten Centern. Was macht da den Unterschied? Ich habe nämlich eine rote und ihr habt alle auch ein paar blaue. Das heißt, vermutlich, also rot heißt, deine Aktivierungen kommen dadurch zustande, dass du dass die von Aktivierungen aus deiner linken Seite kommen. Das heißt, du bist dir dessen nicht so bewusst wie beispielsweise die Heidi. Du bist, also das, wenn man das steht, zum Beispiel für Orientierung, für Richtung, dann müsstest du, Heidi, viel eher das Gefühl haben, ja, ich kenne meinen Weg. Also da ist sowas wie eine Ausrichtung da, ich bin mir dessen bewusst. Während bei dir ist es vielleicht so, dass du das erst im Lauf deines Lebens gemerkt, gespürt hast oder auch manchmal unsicher bist und sozusagen, dass du richtunggebend bist für andere, das kriegst du zurückgespiegelt, dass irgendjemand du Erfahrung machst, dass du für andere Menschen richtunggebend bist, beispielsweise.
dass das nicht so offensichtlich ist. Weil alles, was rot ist, ist eher unbewusst. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil du gesagt hast, dass du mehr zu den Jinkies jetzt hingezogen bist, also zum Kontemplieren von Qualitäten. Ja. Hat es mehr Dimension oder was? Warum? Also zum einen, wenn er mal schaut, jetzt nehmen wir jetzt Heidi. Einfach diese vier Qualitäten, also er sagt, im Prinzip geht es auch wieder um Keywords und es sind, er sagt, Richard Rudd, nicht Hexagramme, sondern Genschlüssel und er sagt, das sind Bewusstseins, wie Buchstaben, aus denen menschliches Bewusstsein sozusagen bestehen kann. Und alle Gene Keys sind letztendlich, ob Celebration, Sanctity, Impeccability, also der hat ja, was hat er gesagt, 7 Jahre gebraucht, um dieses Buch sozusagen entstehen zu lassen. Wo er sagt letztendlich, es sind alles Qualitäten von Liebe. Also das sind alles göttliche Qualitäten, 64. Und die alle im Prinzip aus diesen, seine These ist, im Prinzip geht es darum, dass diese Schattenqualitäten enthalten bereits das CD. Und es geht eben darum, dass wenn wir, und zwar selber, ohne, es könnt ihr ja nachschauen, also Richard Rudd ist sehr viel billiger als jede andere Human Design Information, wobei auch klar ist, inzwischen gibt es ganz viele kostenlose Sachen, aber es ist halt unglaublich viel im Internet da und da kann man sich schon fast wieder verlaufen. Dass eben ihr, ich schicke euch auch den Link, ihr könnt das umsonst haben. Diesen Überblick in der Jinkies Society könnt ihr umsonst haben, für euch raussuchen. Aber wenn ihr dann tiefer einsteigen wollt, und das ist das Besondere eben, es geht darum, du kriegst eine Anleitung for Self-Illumination. Dass du selber diese Qualitäten entdeckst an dir und guckst, wo bin ich ein Opfer beispielsweise von Erwartungen, wenn man Jinky 42, ein Opfer von Expectation, wo bin ich ein Opfer von Psychosis, ist natürlich ein heißer Begriff, aber da geht es um innere Wahrheit, da geht es wirklich um Zugang zu höheren Welten, das ist ein Jinky, der oben im Kopf ist, im Kronenchakra. Also es geht immer darum, aus einem Opferbewusstsein, und zwar genährt aus Angst, das hat mich sehr an Richard, an Ken Wilber erinnert, wo er sagt, diese 6 Linien, er sagt doch, Second Tier, im Second Tier hört es auf mit Angst. Und diese Parallelität, die hat mich so fasziniert. Eben aus dieser Angst sozusagen in eine Gabenqualität zu kommen, sich zu entfalten und die einzubringen. Das ist das, was mich so fasziniert an Richard Rudds Arbeit. Und wie kommst du zu diesen Nummern? Gene Key 26 oben links und Das kann ich euch nochmal zeigen anhand von meinem. Schaut, so schaut also euers auch aus, wenn ihr euch eins runterholt von dieser Seite. Nämlich, das ist sozusagen das wichtigste Hexagramm, nämlich die Aktivierung deiner Sonne, das, was eben an der Astrologie dann auch vorkommt. Das ist deine bewusste Erde. Das ist deine Design, diese rote Ahnenlinie. Und Design Sonne und Design Erde. Und 70% sozusagen dieser Qualitäten, die sind einfach von den Neutrinos von der Sonne. Deswegen sind die so bedeutsam. Aber Richard bietet eben an, ein sogenanntes hologenetisches Profil, einen sogenannten goldenen Pfad, wo er dann im Prinzip sagt, du kannst rückwärts gehen bis zu deiner Zeugung und zu deiner Kernwunde kommen. Zurück sozusagen, weil er die 7 Jahreszyklen, wenn man diese Hexagramme kontempliert, dass du dann befreist, sowas wie deine Kernwunde erkennst und im Prinzip ja, auflösen kannst durch Bewusstheit. Also es gibt keine Versprechen, aber es ist eben das Angebot.
Und da habe ich zum Beispiel durch Richard, habe ich entdeckt, ich habe von Human Design immer wieder gehört, oh, du bist so logisch und kollektiv und also dieses Thema der Verbesserung, beitragen zur Verbesserung der Welt. Und dann kriege ich plötzlich bei Richard die Bedeutsamkeit dieses Design Mars mit. Das ist nämlich bei mir eins, Yang pur, Kreativität pur, wo ich mir dann denke, woher kommt meine kreative Seite, mein ganzes kreatives Potenzial. Und da war ich dann total dankbar, das zu sehen, dass das meine Kernwunde ist. Also du kannst halt ganz viel entdecken über dich. Und Anna, was ich jetzt aber verstehe auch, ich kann verstehen, glaube ich, was dich fasziniert, weil es ist, es gibt mir eigentlich schneller die Möglichkeit zu handeln oder zu forschen oder meine Praxis anzupassen oder auf dem spirituellen Weg zu schauen. Also es ist wie vielleicht nochmal eine Hilfe bei der Auswahl. Während wenn ich das Profil praktisch nehme von Human Design, dann habe ich einfach dieses Profil, aber dann weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll. Also ja. Zumindest sofort. Ich glaube, wenn du es dann jetzt, also oder wenn jetzt eine Beratung stattfindet, ist das nochmal anders. Ne? Ja. Aber also ich kann das gut verstehen. Hier würde ich jetzt eher, also habe ich den Eindruck, ich kann eher in solche Qualitäten schauen. Und damit ist es Nutz, bringt es eher Nutzen oder es gibt mir eine Richtung. Genau. Du hast sozusagen, man kann ja das I Ching verwenden. Kann ich mal kurz dazwischen, wenn wir das, die Dinger nicht mehr brauchen, die Charts, kannst du da wieder zurückkommen? Man kann ja das I Ching, so wie früher bei den alten Chinesen, als Orakel verwenden. Du kannst es aufmachen, eine Karte ziehen oder eben Garben, wie die das früher gemacht haben. Das kannst du nehmen oder wie Tarot. Du kannst aber, und das ist das Angebot, du kannst die Hexagramme nehmen, die in deinem Chart so wie unterstrichen sind. Und deswegen ist es eben sehr viel persönlicher, weil du merkst, oh ja, stimmt. Das hat was mit mir zu tun. Und er lädt auch ein, das zu transzendieren. Also halt dich nicht fest an dem Modell. Er ist wirklich integral, Richard, wirklich. Er sagt, es ist eine Möglichkeit, aber halt dich, klammer dich nicht dran. Das ist ein Konzept. Ich habe immer noch nicht so ganz, verstehe noch nicht so ganz. Ich weiß, das I Ching hat diese ganzen Striche und auch unterbrochene Striche. Ich habe auch irgendwo ein Buch und habe das früher mal gelesen und so. Was hat es jetzt, wo sehe ich, woran sehe ich, welches Hexagramm meine sind? In deiner Körpergrafik beziehungsweise in dem hologenetischen Profil, das du dir downloaden kannst vom Richard. Okay, und dann steht drin was? Irgendwelche Nummern? Und an den Nummern erkenne ich was? An den Nummern siehst du diese vier äußeren, was ich euch die Raute, die äußersten in dem äußersten Kreis, das sind deine vier wichtigsten Hexagramme sowie Inkarnationskreuz. Zu dir, also die Sonne, Erde zweimal. Das ist sozusagen unser Inkarnationskreuz, ein Potenzial, aber auch das Kreuz, das wir tragen müssen. Also okay, aber ich meine es jetzt rein technisch. Wenn ich jetzt zu meinem alten Buch gehe, da, was ich irgendwo habe, was sehe ich, was dann meine Linienkonfiguration ist? Wie erkenne ich das? Im Buch selber weißt du die Linien nicht. Du meinst jetzt im I Ching vom Richard Wilhelm? Nee, ja, das, ich weiß es nicht von wem, aber es sind alles. Da kannst du, das ist halt eine sehr patriarchale Sprache vom Richard Wilhelm. Das ist. Mich hat es auch gepackt, aber ich habe es immer wieder versucht, oder von Osten, es gibt ja mehrere I Ching Bücher, aber das kannst du machen, die heißen alle, die heißen immer noch so. Also der Brunnen oder beispielsweise eben Frieden oder eben der Wanderer oder, also die Namen, Anmut, also die Hexagramme heißen auch beim Richard Wilhelm so. Aber die Linien erfährst du nur über die Human Design Körpergrafik oder beim Richard Rudd. Nämlich sozusagen, welches Thema von diesen sechs möglichen,
wie gehst du ran? Also was ist bei dir angelegt? Wie gehst du ran an ein bestimmtes Thema? Bist du da gründlich? Bist du da eine Forscherin oder bist du das Naturtalent? Oder bist du diejenige, die das Thema so wie experimentell ausprobiert? Oder bist du die Netzwerkerin? Immer mit diesen 6 Linien wird es durchkonjugiert, ein bestimmtes Thema. Und das siehst du nicht beim Richard Wilhelm, sondern das siehst du nur deine Aktivierungen eben aufgrund deines Geburtsdatums. Und dann möchte ich dich noch fragen, weil du gesagt hast, also die, wie hast du es genannt, die eigentliche Wunde oder die Grundwunde oder die Kernwunde. Die Kernwunde, ja. Wie bist du dann damit umgegangen? Ich bin immer noch schwer damit beschäftigt. Okay. Ja. Es ist, glaube ich, sicher nicht so, ja. Wird nicht aufhören. Ja. Ich bin gerade, wenn ihr auf seine Seite schaut, ich bin sowohl, mache ich die Aktivierungssequenz mit dem Richard mit nochmal, weil er sie zum letzten Mal selber macht. Das nennt er Deep Dive in diese 4 Hexagramme. Das läuft aber schon, das Programm. Und dann bin ich noch in einem Programm, das nennt sich Delta, mit 7 Leuten, mit 7 Leuten sozusagen einen 7-wöchigen Prozess, wo wir die ganz bestimmte Gene Keys miteinander kontemplieren, uns einmal in der Woche treffen und sozusagen so wie gemeinsam Bewusstsein verändern in einer Gruppe aus 7 Leuten. Und da sind 2 in London, eine ist in St. Petersburg, eine ist in der Schweiz und das Ganze auf Englisch. Ich sag's euch. Bin gerade schwer beschäftigt. Es war ein toller Abend wieder. Ja. Also ich hab vieles vergessen gehabt. Aber vieles ist auch jetzt wieder aufgetaucht. Ja. Schön. Danke dir, Anna, für die viele Arbeit auch. Gell? Die Energie, die du hineingesteckt hast für uns. Ja. Danke. Auch mit Herzklopfen verbunden heute, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, hoffentlich kann ich dieses komplexe Wissen und gleichzeitig, ich vergiss so viel. Also dann denke ich an dich, Heidi, mit Ageismus und da denke ich mir, nein, man darf nicht glauben, es hat was mit dem Alter zu tun. Also all diese Themen, die da sind, aber danke jetzt, dass es ist tatsächlich ein komplexes Wissen. Weil es zu kondensieren ist sicher dann schon eine bestimmte Stufe und die hast du schon. Danke. Dann gehe ich jetzt tanzen. Ja, ich möchte auch sehr danken und ich werde da ganz sicher auf die Webseite mal gehen und mir das runterladen, weil das finde ich jetzt auch irgendwie spannend. Ich möchte ein bisschen mehr darüber erfahren und ich werde auch nochmal was du mir schon mal gemacht hast und das, was jetzt rausgekommen ist, nochmal vergleichen. Ja, ich finde Typologien einfach spannend. Also man erfährt eine Menge über sich und ja, danke für heute und super. Und wollt ihr beiden auch noch ein kurzes Checkout machen und dann sehen wir uns dann nächstes Mal. Und nächstes Mal werden wir über die Seelentypen sprechen. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin neugierig einfach jetzt, was es mir weiterhin gibt. Also ich habe schon so einen Geschmack, dass da mehr drin steckt. Ja. Also danke dir sehr für die Arbeit. Und es war einfach ein richtig schöner Abend. Auch, dass wir alle da so offen waren, fand ich nochmal sehr spannend. Also so können wir uns auch austauschen. Optimal. Ja, von mir auch ein Dankeschön. Und ich bin mal gespannt, ob ich da weiter einsteige oder ob ich einfach genug Typologien mit Anregungen habe mittlerweile. Ne? Das ist bei mir nicht ganz klar. Ja, weil ich ganz viele kenne und ja. Und das wirklich ein sehr, genauso ein komplexes System ist wie manch andere. Und dann braucht es echt Zeit und sich damit beschäftigen, um da wirklich einzusteigen. Ja. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Nein. Und es springt, man springt einfach auf bestimmte Sachen an. Ich bin auf Astrologie nicht angesprungen und habe später erst verstanden, warum. Warum ist es das Human Design geworden? Den Link zur Seite vom Richard Rudd, kannst du in den Chat geben? Oder?
Ja, ja, und ich mir auch schicken die Charts und auch die Links, und dann werde ich das auch in der Webseite veröffentlichen. Okay? Genau. Super, danke. Dann erstmal bis zum nächsten Mal.